Leute, das mit dem Carpool-Karaoke, habt ihr mitbekommen? Wahnsinns-Hype, ne? Wahnsinns-Hype. Machen die Amis. Aber wir sind ja keine Amis. Wir haben es drauf. Was gibt denn das für einen Sinn? Carpool-Karaoke. Wir haben uns gedacht, wir machen Whirlpool-Karaoke, aber so richtig haben wir es auch nicht drauf. Weil irgendwie ist das eigentlich eher so Waschtrog-Karaoke, was wir jetzt da gerade abziehen. Ich habe mir illustre Menschen eingeladen in den Topf. Ich sitze hier mit Hämatom. Also nicht ich jetzt, sondern also die Band Hämatom sitzt mit mir quasi im Whirlpool. Ja. Ja, alles gut, ne? Geht's euch so weit gut? Ja, ein bisschen kalt ist es, finde ich. Ich finde es jetzt relativ warm. Echt? Du sitzt ja nur oben, du musst auch mal unten sitzen. Ach, jetzt? Jetzt, wo du die Füße mal ausstrecken, alles klar. Ah, jetzt ist schön. Füße bitte bei dir. Mal ganz kurz vorstellen, wir haben hier Süd, nee, West. Ja, ihr bringt mich total durcheinander. Die ganzen Himmelsrichtungen stimmen überhaupt nicht. Verkehrt, deswegen. Ihr sitzt total verkehrt. Hier sitzt Nord gegenüber von West und geht gar nicht. Ost. Geht gar also nee, jetzt macht man hier Changing. Die Leute meinen ja, wir sind bescheuert, ey. Das ist ja Quatsch. Womit sie natürlich recht hätten. Ja. Schwimmen wir mal rüber. Aber jetzt schaut's besser aus. Jetzt schaut's besser aus. Definitiv. Ja. Jetzt kennst du uns wieder, oder? Ja, genau. Wir müssen auf jeden Fall erstmal, weil ich meine, außen ist es kalt, innen ist es heiß. Wir brauchen irgendwie so einen Ausgleich. Wir brauchen erstmal ein bisschen Getränke, ne? Oh ja. Der ganze Körper kennt sich nicht aus. Das ist gut. Das ist für den Bembers. Ja, das ist gut. Sehr gut, danke. Oh. Naja, das ist ja russisch. Also das ist eher so Ost. Ne? Ne, das ist ja praktisch eine russische Sauna, so, wenn ich das richtig verstanden habe. Die ist auch mit Wodka gefüllt. Wir könnten eigentlich direkt das Wasser trinken, aber natürlich ein bisschen zu warm für den Schnaps. Ja, und irgendeiner hat Käsefüße, der schwimmt irgendwie oben so leichte Schicht Emmentaler. Ich hätte mal gesagt, allgemein bekannt. Prost, Klingeling. Also, cheers. Nastrovje. Ja, Nastrovje. Und so weiter. Und Jammers und Cheers. Und wenn wir schon beim Thema sind, hätte ich gesagt, dann hauen wir das Ding jetzt weg und dann gehen wir uns mal schön auf. Feuerwasser, oder was? Feuerwasser, hätte ich gesagt, oder? Yeah! Feuer, Feuer, Feuerwasser, wir singen mit dem Teufel durch die Nacht. Feuer, Feuer, Feuerwasser, Salut, das Trommel, Cheers, ja was. Feuer, Feuer, Feuerwasser, die Engel schaufeln unser Grab. Feuer, Feuer, Feuerwasser, Salut, das Trommel, Cheers, ja was. Sieht's aus. Hervorragend! Wahnsinnig! Wie ist es eigentlich mit eurer Tour Edition, Edition, sagt man ja neudeutsch, ne? Ja, Tour Edition. Tour Edition, glaube ich. Geht da was? Kommt da was? Ist da was? 7. Oktober. Unbedingt. 7. Oktober ist ja demnächst. Ja. Wahnsinn. Auf was kann man sich da freuen? Nein, ich glaube, wenn wir das ausgestrahlt haben, ist es schon. Weil die Zuschauer werden es, wir müssen es aufklären, es ist nicht live. Ach, das ist jetzt gar nicht live? Das ist gar nicht live. Wir sind gar nicht wirklich. Gar nicht richtig im Pool. Im Pool. Nein, das heißt, ich kann so wie ich bin, mich ins Auto setzen, ich bin auch gar nicht nass. Nein, das ist ja geil. Alles cool. Es ist auch gar nicht heiß und so weiter. Nee, das ist super. Naja, ich hätte gesagt, wir brauchen auf jeden Fall nach dem Ding brauchen wir Cocktails. Ich bin ja so ein Surfer-Typ, weißt du, ich brauche ein bisschen, sieht man ja mal mein Hawaii-Hemd, brauche ein bisschen so Cocktails. Ja. Ah, schau mal, du. Ach, oh, sehr lecker. Für wen ist der? Aha. Natürlich für den Moderator. Das ist ja spitze, aber der Strohhalm ist ja der Wahnsinn, oder? Der ist nee, für wen? Ist, die langen sind für Nord und Ost, wurde mir gesagt. Ach so, Nord und Ost. Ja. Also dann ist es ja Nord und Ost. Ach so. Ja, ja. Aber das Geile ist, du kannst das Ding da unten abstellen und immer noch trinken. Ja, das kannst du machen, ja. Also da kannst du jetzt nicht mehr trinken. Ich glaube, das Ding mit den langen musst du rausnehmen. Warte mal. Oh, das ist, schaut aber nach James Bond aus, oder? Was da läuft. Das ist James Bond-mäßig, glaube ich. Das, und das ist, wie ist denn das mäßig? Oh, da ist schön Martini. Das ist gut für mich. Jetzt können wir mal wieder was reinhauen. Aber nicht wieder von Hämatom, oder? Mal wieder was. Ja, jetzt machen wir was anderes. Der richtige muss weil das ist ja die Frage, ne? Die Frage ist ja, hat es jemand von euch schon mal in einem Aufzug gemacht? Also nicht Aufzug fahren, ne? Sondern... Ne? Weißt du? Nix? Nix? Der Wein ist gut. Der Wein ist gut. Mach mal lauter hier das Ding. Ja, bitte lauter. Respekt!
wirklich zum Abtauchen. Das hätte ich nicht gedacht, dass so wir wirklich jeder Textzeile mitsingen können. Oder? Das ist abfahren, ne? Eine Harmonie entsteht hier auch in diesem plötzlich sogenannten Whirlpool. So gespeichert ist hinten aus vergangenen Jahren, es ist alles noch da. Ne? Das hätten wir dir schon geschrieben, wirklich. Du kannst es ja nochmal sagen. Dann. Ja, es tut mir leid, wir mussten einen kurzen Break machen, weil ich urinieren musste. Ja, aber, aber in Pool natürlich, ich bin natürlich nicht rausgegangen, ist klar. Wir haben das vorher besprochen und Süd hat gesagt, Pipi im Pool ist okay. Hat er ja auch gesagt, ja, ja. Ich finde die Temperatur lässt auch langsam nach, deswegen ist es vollkommen gerechtfertigt und auch aus professioneller Sicht. Dreimal schon. Aus professioneller Sicht fast ein Muss, hier rein zu pissen. Ja, ja, absolut. Ich hab so aggressiven Schrittschweiß. Das löst sich jetzt. Warte, lass mich mal kurz probieren. Ganz kurz wiederholt. Aggressiver Schrittschweiß. Als würde man Drogen nehmen, ist das. Ist das so? Ja. Okay, dann können wir das uns ja mal reinziehen, oder? Wir seid ihr bereit? Ja, alles cool. Wobei, so ohne Rosen, oder? Mh, ach, da kommt schon unsere wunderschöne Assistentin. Da kommt schon die Rosenblüte. Ich find's geil, dass du auch Wünsche hast. Aber merkst du was? Anik ist der Einzige, der Wünsche hat. Beziehungsweise dessen Wünsche erfüllt werden. American Beauty, kennt ihr noch? Ah. Aber du musst natürlich bestimmt noch haben. Wir wissen gar nicht, hilft uns Fair Play. Ich glaube, ich bin der Einzige, der oder? Ja. Du bist der Einzige. Bildung hernimmt. Dann wird es rote Rosen regnen. Ich hab's in einer Soap gesehen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Denn ein Wrack ist ein Ort, an dem ein Schatz schlummert. Komm, wir gehen. Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Also, geht doch. Wie geil, hä? Ja, das geht. Oder? Abgefahren. Ich finde ihn wirklich großartig. Ja, aber so richtige Hass-Songs, dass jemand sagt, Alter, kann ich überhaupt nicht ab? Ja, oder ja. Es gibt sowas? Ja, ich habe Hass-Songs. Ich buchstabiere. Ich hab im Moment, ich weiß gar nicht, was das ist, aber wenn du durch die Republik fährst und ich fahre ja dann immer mit meinem Kumpel von Show zu Show und so durch die ganze Republik und du machst den Radio an und es kommt ja immer der gleiche Müll. Eine Zeit lang war Rihanna mit Shine Like a Diamond, Alter, von Hamburg bis Garmisch. Shine Like a Diamond, egal welcher Sender. Und jetzt ist im Moment irgendjemand Bauchweh, Kopf weg, Fuß weh, Aua, ja. Bauchweh oder ja, was? Ja, ja, Kopf sagt nein, Fuß sagt Fuß stinkt Fuß oder so. Weh und so. Ja, Fuß weg, Bauch da oder was, ey, keine Ahnung. Auge sagt Ohrenkrebs. Na, Wahnsinn. Dann lieber Sportfreunde Stiller, ey. Ja, okay. Ohne Schmann. Wollen wir zum absoluten grünen Abschluss die absolute Fete hier nochmal abziehen? Also du meinst wie bei uns auf Tour jetzt demnächst? Ja, das ist halt richtig, dass mal richtig was los ist jetzt hier, ne? Und der Whirlpool fängt jetzt an zu sprudeln auch? Da geht's jetzt ab wie die Angst. Da geht's jetzt ab wie okay. Ja. Okay, seid ihr soweit? Ja, ich bin du. Ah, da geht schon. Ah, Adi Dali. 1, 2, 3, go! Schneidet die Krawatten ab, wir sprengen euch die Vorstadtfeier. Hühnerbrust ist kalte Muschi, Hummer schwarz auf Sterleneier. Wir vergraben unseren Ehering und starten mit einer Teilmassage. Wir den Tag der Arbeit, der Klang auf der Chefetage. Halli, Galli, Dex und Mali. Oh, 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 oh. Giga, Dex und Biga, Bing. Die ganze lange Reihe. Halli, Galli, Dex und Mali. Oh, 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 oh. Mit voller Wind in Zykatrie. Bam, bam, bam. Halli, Galli, Dex und Mali. Oh, 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 oh. Giga, Dex und Biga, Bing. Endlich wieder mal. Bam, bam, Bambas, absolut. Geil. Leck mich die Welt am Arsch. Das war der grüne Abschluss. Alter Schwede, als hätten wir es vorbereitet, oder? Wir hatten die Scheiße da in die Fresse geworfen, so nasse Globapirolle. Das war die Regie, das war nicht wir. Das können wir niemals machen, ich war nicht auch dein Herr. Alles klar, Leute, hervorragend. Das ist mir unangenehm.
Was gut? Ja. Schön mit euch. War super geil mit euch. Gerne wieder. Viel Spaß. Schreit nach einer Wiederholung, wenn was. So wird's gemacht. Aber diesmal in deinem Kalten. Gibt es bestimmt was Russisch-Sauna oder so? Ja, bestimmt. Und noch was Sibirsk-Sauna. Bei 90 Grad. Und dann hören wir nur. Und außen minus 40. Nur die schlimmsten Songs. Dann lassen wir aber die Facebook-Leute. Oh ja, das wäre geil. Lass mal abstimmen, dann hören wir die schlimmsten Songs der Welt. Das ist geil. Das können wir machen. Wenn, ja, die, Leute, wenn die Leute das wirklich wollen, dann sollen sie dieses Video liken, teilen, YouTuben, was weiß ich. Was den auf vier teilen ist auch wichtig. Tätowiert dieses Video, teilt es vier. Redet es! Voller Einsatz auf jeden Fall. In diesem Sinne. Rock'n'Roll. Rock'n'Roll.